Hallo und willkommen zurück zu X2. So, wir sehen hier gerade das dynamische Licht in unserem Cockpit. Wir haben ja hier in diesem Ausrüstungsdock eine Lichtquelle, die sich hier irgendwo befindet. Wir nicht sehen, aber die hier irgendwo ist. Offenbar bewegt die sich. Ja, hier im Hintergrund, da sieht man wohl irgendwo Lichter flackern. Naja, wir begeben uns nochmal nach draußen, weil unser Schiff ja noch gar nicht da ist. Deshalb bringt es auch nichts, dass wir jetzt schon mal hier in der Station sind. Wir warten ja hier auf unseren Transporter, der rechts in unserem Gravidar schon zu erkennen ist. Steuerdüsenerweiterung nicht installiert. Genau, ich habe gerade Alt gedrückt. So, wir warten jetzt mal darauf, dass das Schiff da ankommt. Ja, ihr Argon Merkur. Argon Merkur. So, und da warten wir jetzt. Der wird jetzt gleich andocken an diesem Ausrüstungsdock und dann docken wir auch an, obwohl wir gar nicht andocken müssen. Wir können natürlich auch von Wir werden außerhalb. gescannt. Der Scan Ihres Schiffs ergab keinen Anlass für weitere Untersuchungen. Weiterhin einen guten Flug. Ja, danke. Wieder Sensor angeschaltet. Wir brauchen gar nicht mit unserem Schiff selbst an diese Station anzudocken. Da gibt es das, ja, die Möglichkeit, über das Schiff selbst oder über die Schiffssysteme selbst mit der Station zu handeln. Und während unser Schiff jetzt gleich versuchen wird, da anzudocken, ich glaube, das ist das Schiff, was man im Hintergrund gerade sehen konnte. Kein Ziel. Genau. Argon Ausrüstungsdock. So, da zeige ich euch jetzt, wie das geht. Moment, dazu müssen wir erstmal das Ausrüstungsdock als Ziel anwählen. Haben wir schon. Argon Ausrüstungsdock. So, Ziel, Info, gelandete Schiffe. Ihr Argon Merkur. Mit dieser Station handeln. Wir sehen jetzt übrigens Hülle 20.000 von 20.000. Handelscomputererweiterung nicht installiert. Okay, dann hat sich das erledigt mit dem Zeigen. Und wir müssen doch da andocken. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot Ja, das aktiviert. war jetzt natürlich der klassische Vorführeffekt. Ich erzähle hier was von tollen Andockvorgang Fähigkeiten, erfolgreich. die das Schiff haben soll, die es aber gar nicht hat. Ja, wir Verbindung müssen zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. mit dem Schiff also selbst handeln. Ich glaube, dazu müssen wir sogar das Schiff wechseln. So, wir sind jetzt in unserem Argon Merkur. Das können wir uns auch mal anschauen. Ah, ein prachtvolles Schiff. Hat sogar zwei. Nee, gar nicht wahr. Es hat nur einen Sitzplatz. Ja, es hat nur einen Sitzplatz. Gar nicht mal so komfortabel. Aber naja, ich glaube, das ist so. Ich bin jetzt kein Busfahrer und auch kein LKW-Fahrer, aber ich glaube, als Busfahrer hat man ähnlich viele Knöpfe und ähnlich viel Platz. Leider ist die Sicht auch beschränkt. Ja, nicht ganz so groß. Wir haben hier auf der rechten Seite haben wir eine ganze Menge an Technik noch. Links haben wir relativ viel Freiheit, wir können relativ viel sehen, aber wir können zum Beispiel nicht in unseren Frachtraum rein. Naja, wenn unser Schiff ja mal von außen anschauen. Oh, haben wir etwa eine Waffenkanzel. So sieht das Schiff von außen aus. Ja, man sieht hier schon vorne, das Cockpit ist doch recht klein. Und wir sehen hier die Frachttanks. Na, sehr schön. Unser Transportschiff. Ja, irgendwie freue ich mich doch darüber, dass wir das haben. So. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Was brauchen wir? Wir gönnen uns einen Schild. Wir gönnen uns so einen Schild. Ach, Moment. Bevor wir das machen, schauen wir uns natürlich erstmal unser momentanes Schiff an. Und die Schiffsdetails. So, wir haben nämlich unterschiedlich. Also wir wissen, also wir haben die Möglichkeit, verschiedene Schilde einzubauen. Und das können wir hier sehen. Schilde haben wir da noch keine, aber aktuelle Höchstgeschwindigkeit ist 50. Das können wir erhöhen auf 150. Gut. Die Wendigkeit ist nicht so wichtig. Und aktuelle Laderaumgröße 900 Einheiten von 1800. Und das Allerwichtigste ist, wir können extra große Container einladen. Wir haben eine Geschützkanzel.
Nach hinten raus. Und vorne haben wir... Ne, wir haben nur eine Geschützkanzel nach hinten. Da sehen wir auch, was wir da für Waffen einladen, also ja, einbauen können. Alpha-Impuls, Strahlenemitter, Beta, Gamma, Impulsstrahlenemitter, dann Partikelbeschleunigerkanone, Schockwellengenerator und den Ionendisruptor. So, aber jetzt das Entscheidende, was wir jetzt, worum wir uns gerade kümmern möchten. Maximaler Energieschild. 3x 25 Megawatt Schild. Wir haben also drei Plätze für Schilde. Und maximal 25 pro Schild, 25 Megawatt pro Schild können wir an Energie zur Verfügung stellen. So, da wir hier aber keine 25 Megawatt Schilde bekommen und die auch ganz schön teuer sind, kaufen wir erstmal 3 1 Megawatt Schilde. Wobei ich glaube, oh Moment, ich glaube, wir kaufen die Schilde ganz zum Schluss. Ich glaube, wir kaufen doch erstmal hier alles andere. So, dazu gehört schon mal das Triebwerkstuning. So, und das kostet uns schon eine ganze Menge. Triebwerkstuning installiert. Das ist wichtig. Handelscomputererweiterung auch wichtig. Handelscomputererweiterung installiert. Boost-Erweiterung. Boost-Erweiterung bauen wir auch installiert. Ein. Ist für die Beschleunigung wichtig. Dann Handelssoftware braucht man, glaube ich, nicht. Es gibt so eine ganz tolle Software, das ist der Schnäppchenpreisfinder oder Schnäppchenfinder und Verkaufspreisfinder. Die geben einem in einem Sektor an, was man da besonders günstig kaufen oder für einen besonders guten Preis verkaufen kann. Das ist auch ein, ja, Luxus. Der ist auch gar nicht mal so günstig. Den kaufen wir uns jetzt noch nicht. Mit dem Handelssoftware, mit der Handelssoftware kann man sein Schiff dann dazu verwenden. Da kann man seinem Schiff auftragen, dass es von selbst den günstigsten Preis für irgendeine Ressource, für irgendeine Ware findet in einem Umkreis von 4-5 Sektoren und dann da kauft. Wenn man jetzt das Schiff meinetwegen einer Station zuweist und für diese Station arbeiten lässt. Für eine eigene Station natürlich. So, Spezialsoftware. Ich glaube, die brauchen wir auch noch nicht. Steht da was in dem Handbuch drin? Ich weiß gerade gar nicht genau, wofür wir die einzelne Spezialsoftware brauchen. Ich sehe jetzt hier auch gerade nichts auf die Schnelle. Nö, ich denke mal, brauchen wir auch nicht. Lassen wir erstmal. Was wir uns allerdings... Ja, ich finde da gerade nichts hier in dem Heftchen. Nee. So, was wir allerdings einbauen werden, ist hier der... der Duplex-Scanner. Der ist ein bisschen besser. Duplex-Scanner installiert. So, und dann... Nicht genügend Credits. Ah, ihr seht schon, die haben nicht genug Credits. Okay. Dann gönnen wir uns einen... dann gönnen wir uns... Moment mal. Dann machen wir Folgendes. Wir handeln mit einem Schiff, das an dieser Station angedockt ist. Wir machen einen Warenaustausch. Wir nehmen ein Schild, ein 1 Megawatt Schild von dem Argon Discoverer. 1 Megawatt Schild installiert. Und wir nehmen einen Alpha-Impulsstrahlenemitter für unsere Kanzel hinten. Alpha-Impulsstrahlenemitter transferiert. So, und das ist alles hier eingebaut, das kann man nicht transportieren. So, dann haben wir jetzt gerade unseren Argon Discoverer ein bisschen nackig gemacht. Der hat jetzt keine Schilde mehr und eine Waffe weniger. So, da fährt unser Schiff jetzt einen Schild und eine Waffe. So, und die können wir jetzt noch einbauen. Da müssen wir wieder auf unser momentanes Schiff gehen. Also der Schild wird automatisch eingebaut, wenn man den in den Frachtraum lädt. Aber die Waffe noch nicht. Die Waffe noch nicht. Die müssen wir selbst in die Bucht einbauen. Enter bestätigen. Strahlenemitter installiert. So, das ist jetzt unser Schiff. Mit dem fliegen wir jetzt mal und damit machen wir jetzt mal ein paar Credits. So. Raus und
mit Tab den Boost. Oh ja, ist doch sehr gut beschleunigt, aber oh, die Wendigkeit ist ja, das ist ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja wirklich wie ein Bus. So, und dann schauen wir mal, wie sind hier denn die Preise? Können wir da schon. Ah, wir können sogar Informationen jetzt über die Preise erfahren mit unserer Handelssoftware, die wir gekauft haben. Na wunderbar. So, dann schauen wir doch mal. Welche Station. Also das Sonnenkraftwerk bietet uns Energiezellen für 16 Credits. Würde die jemand kaufen hier in diesem Sektor? Na, 16 Credits ist natürlich nicht unbedingt ein super Preis. Das ist eher so ein Standardpreis. Naja. So, die würden aber Agnofleisch für 102 kaufen. Und die bieten Agnofleisch für 61 Alpha an. So, also ist das unser Ziel. Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Gehen wir jetzt zu dieser Ranch und holen da Agnofleisch ab für 61. Damit packen wir unseren Frachtraum voll, so voll wie geht. Wenn uns da dieses Schiff, was da gerade rechts reinfliegt, in die Station nicht zuvorkommt. Es könnte jetzt auch durchaus möglich sein, dass wir hier landen und dass dann der Preis schon wieder gestiegen ist. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Nein, ist nicht gestiegen. So. Nicht genügend Agnofleisch. Ist jetzt randvoll mit Agnofleisch. So, da überholen wir das Schiff mal. Gehen wir möglichst dann vorbei. So, und jetzt fliegen wir zu dieser Kahuna-Presse. Kahuna-Presse, Alpha. Andock-Erlaubnis erteilt. Ach, die ist sogar in der Nähe. Autopilot aktiviert. Ist ja praktisch. Und mit ein bisschen Glück bekommen wir da auch noch den Top-Preis, den wir gerade gesehen haben. In der Übersicht. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. 102, ja. So, jetzt mal eben hier in die Einträge schauen. Manchmal bekommt man dann da so einen Auftrag, der einem sagt, ja, jetzt zum Beispiel in dem Fall, besorgt uns doch bitte Agnofleisch. Das hätten wir ja dann direkt dabei. So, und da bekommen wir Agnofleisch verkauft. Ja, ein paar tausend Credits haben wir gemacht. So, jetzt ist der Preis bei 95 Credits. Knapp 300 würden die noch nehmen. So, jetzt müssen wir wieder raus aus der Station. Innerhalb der Station funktioniert dieser Scan nicht oder die Abfrage von Preisen nicht. Gehen wir nochmal zur Ranch. 87 und die bieten jetzt irgendwie 97 oder 94 oder sowas. Das würde sich nicht mal lohnen. Das lassen wir dann also. Wir können mal in der Handelsstation nachschauen. Stoffreime 292. Denn wir haben hier ein Reimwerk gesehen. Das stellt Stoffreime her. 356 würden die dafür für die Produkte haben wollen. Das ist natürlich ein Witz. Können die ja in der Handelsstation schon günstiger bekommen. So. Schauen wir uns nochmal die Sonnenkraftwerke an. 16 hier. 21 da. Ist natürlich auch ein Witz. Projektilkanonen. Die hätten gerne Erz. Und Energiezellen brauchen die nicht mehr. Ne, die sind eigentlich gut versorgt. Panzerungsfertigung braucht Erz. Und Quantumröhren. Naja, ne, Quantumröhren nicht wirklich. Erz brauchen die. Und Kahuna Fleischblöcke. Für 82. So, wie viel wollten die für Kahuna Fleischblöcke haben? 82. Naja, das wird sich nicht lohnen. Gibt's die vielleicht hier? Kahuna Fleischblöcke für 72. Dann docken wir doch mal da an. Freie Argon Handelsstation. Andock-Erlaubnis erteilt. Und kaufen da die Kahuna Fleischblöcke. Das Gute an der Handelsstation ist, wenn man da Waren kauft zu einem Preis, das ist meistens, also eigentlich immer, ist das ein Festpreis, der ändert sich nicht. Wir können da also hinfliegen für 72 und relativ gefahrlos das ganze Lager vollpacken. Wenn wir die für den Preis nicht mehr loswerden, können wir die ja einfach wieder zu dieser Station fliegen und da Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk und dafür den gleichen Preis wieder verkaufen. So, für 16.000, naja gut. Kahuna Fleischblöcke gekauft. So, und jetzt wollten wir, was haben wir gesagt? Panzerfertigung war das. Was möchte die?
Die bietet 87. Die 83. Na, dann nehmen wir doch einfach die Munitionsfabrik. Munitionsfabrik, Alpha. Wir nehmen die Munitionsfabrik, nicht die Projektilfabrik. Anflugerlaubnis erteilt. Bietet Autopilot 4 Credits aktiviert. mehr pro 4 Credits mehr pro Kahuna Fleischblock. So, und wie viel wir jetzt dabei haben, weiß ich gerade gar nicht genau. Ich glaube, was haben wir gekauft? 150. Könnten wir jetzt in unserem Lager nachschauen. Das werden wir dann gleich beim Verkauf sehen. Oh, da kommt ein Schiff durch den Nebel. Ist ja gerade aufgetaucht. Sah echt schön aus. So. Wieder automatisch gespeichert. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. 89 bieten die inzwischen. Da laden wir mal schnell aus. So. Karuna Fleischblöcke verkauft. Naja, inzwischen haben wir doch schon ein paar tausend Credits Gewinn gemacht. So, wir hatten, wie viel waren es zu Beginn? Wir hatten 10.000 Credits. Jetzt haben wir fast verdoppelt. Schwarzes Brett. So, hier, das ist ein Kampfauftrag. Lotto spielen wollen wir nicht. So, was ist das? Alle Piloten mit dem Handelsrang Kaufmann oder höher werden gesucht, um einen dringenden Transport von Waffenkopplungschips durchzuführen. 5 Stasuras. Zeit 31 Minuten im Moment. 5 Einheiten der Chips, so 31 Mesuras zur Station Sonnenkraftwerk Gamma liefern. Im Sektor Linie der Energie. 618 Credits werden bei Übergabe der Ware bezahlt. Zusätzlich 3133 Credits für besonders schnelle Lieferungen. Naja, das lohnt sich nicht. Also die schnelle Lieferung, naja, die kriegen wir vermutlich hin, aber nee, für so wenig Geld, das lohnt sich Verbindung zum nicht. örtlichen Handelsnetzwerk Linie hergestellt. der Energie müsste hier irgendwo im Norden sein. Ich würde mir mal, oder hier unten, ne, ich glaube im Norden war das. Ich würde sagen, wir könnten da von uns aus mal hinfliegen. Doch mal auf der Suche nach neuen Handelswegen. Fliegen wir doch einfach mal in den Norden. Ja, machen wir das mal einfach. Huch, was habe ich gemacht? So. Und sind sie an und dann fliegen wir nach Norden oder durchs nördliche Tor. So, jetzt seht ihr in diesem zur linken Seite auf dem Radar, da seht ihr dieses große Schiff mit den 4 blauen Punkten oder sind es mit den 4 blauen Punkten, mit den 10 blauen Punkten. Fliegen wir gerade dran vorbei. Wow, und wir fliegen gerade auf so ein Riesenschiff zu. Das ist, glaube ich, die Argon 1. Argon Titan. Oder Argon Titan. Ja, da fliegen wir natürlich großräumig dran vorbei. Nicht, dass sich das Schiff noch dreht und uns dann mit seinem Heck irgendwie erwischt. Wow. Jetzt können wir auch mal davon Gebrauch machen. Ja, schönes Schiff. Tatsächlich. Ja, allerdings nicht unseres. So, unser Schiff ist das. Und mit unserem Schiff wollen wir zu dem Nordtor. Und ich glaube, wir sind gerade schon fast dran vorbeigeflogen am Nordtor. Ich finde das jetzt nicht mehr. Wo ist das Nordtor? Sind wir da schon drüber? Ich glaube, wir stehen direkt vor dem Nordtor. So, Nordtor, hinter uns. Drehen wir uns einfach mal in die andere Richtung und dann müsste es doch auftauchen. Da ist es ja. Okay, und Tab gedrückt für den Boost. Hey, wir hatten die Geschwindigkeit schon hoch. Okay. So, Tor. Tor, Herons Nebel. Ja, dann fliegen wir da mal rein. Ach so, Moment. Wir machen nochmal die Sektorenkarte auf. Haben wir da eine Station mehr entdeckt? Nein, haben wir nicht. Kam nichts mehr. So, dann geht's da jetzt durch dieses Tor. Gen Norden. Ja, und dann schauen wir mal. Wir haben ja jetzt einen schönen Frachter und der kann die größten, naja, die zweitgrößten
Transportcontainer laden. Oder eigentlich sogar die größten, Transportcontainer. Die allergrößte Transporteinheit ist ja TS oder ST, Station. Und Station kann ja nur, können ja nur diese Riesentransportschiffe laden. Also können wir doch die größten Transporteinheiten laden, die für Transporter vorgesehen sind, die im zivilen Handel unterwegs sind, so wie wir. So, zu viel geredet, weiter geht's. Erreiche System, Herons Nebel. So, Herons Nebel, ich glaube, der ist da rechts. Man kann ihn gut sehen. Und, oh, wir sehen da links geradeaus. So, da sehen wir blauen Stern, zwei rote. Oben sehen wir noch einen Stern und drunter einen roten. Schön. Und einen dunklen Planeten. Naja, so dunkel ist er gar nicht. Wir sind einfach nur auf der Schattenseite. Ich glaube, wir werden hier, solange wir nicht hinter dem Planeten sind, werden wir immer nur die Schattenseite sehen, weil die Sonne ja, die ihn anstrahlt, hier oben zu sehen ist. Die Sonne ist also zwischen Planet und uns. Sprich, der Planet fängt das Licht ab. Somit sehen wir immer nur die Schattenseite. So, und wir fliegen mal in den Sektor rein mit voller Geschwindigkeit und mit eingeschaltetem Sektorplan. So, und da fliegen wir mal einfach los. Da sehen wir schon links zwei Asteroiden, diese blauen Knöpfe, die man da sieht. Eingehende Nachricht. Huch, was war das? Hey Julian, was trödelst du herum? Elena sollte dir gesagt haben, dass ich dringend mit dir sprechen muss. Es ist sehr wichtig. Kontaktiere mich bitte auf der Argon 1. Ich nehme an, der Weg zurück nach Argon Prime ist dir noch bekannt. Bis bald. Oha, da haben wir wohl was vergessen. Ja gut, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, wie gesagt, diese blauen Vierecke, die wir da sehen, das sind alles Minen, die noch nicht eingerichtet wurden. Das sind Asteroiden. Und auf denen möchten unbedingt Minen eingerichtet werden. So, wir schauen mal, was die Minen denn hier für Preise verlangen. 142 ist eine Menge für Erz. Siliziumscheiben 490, das sieht schon viel besser aus. Siliziummine, Da Alpha. fliegen wir vielleicht mal hin. Energiezellen für 19 ist auch, ja, kann man gar nicht drüber reden. Raumsprit ist eine illegale Ware. Die wollen wir nicht. Ranch. Agnufleisch für 61. Das Lager ist randvoll. 1000. So, ist hier eine Kahuna-Presse. Da ist eine Kahuna-Presse. Und die hat kein, doch, die hat auch, oh, die hat Agnufleisch und bietet 106 dafür. So, ich glaube, Ranch, Alpha. ihr denkt das gleiche wie ich. Anlockerlaubnis erteilt. Ab zu Ranch. Autopilot aktiviert. Ab zu Ranch und randvoll mit Fleisch gepackt. Und dann zur Kahuna-Presse und ab damit. Da werden wir doch nochmal ein paar schnelle Credits machen. So, man sieht hier auch gerade, hat gerade an dieser Station gesehen, dass die Grafiken nachgeladen werden. Sodass das Spiel auch auf Anlock langsamen, vorge älteren Rechnern eigentlich recht fix laufen sollte. Verbindung zum Wenn man örtlichen weit weg ist von der Handelsnetzwerk Station, hergestellt. wird die eben noch nicht, Produkte werden nicht wird die eben gekauft. noch nicht voll dargestellt. So, Agnufleisch 13.000. gekauft. Oh, wir sind jetzt, was ist das? Großhändler oder was ist das? Persönliche Daten. Wir sind Kaufmann. So, und dann fliegen wir jetzt zu dieser Kahuna-Presse. Kahuna Presse, Alpha. Und los. Anlockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ja. Ach so, ja, wir können natürlich wieder die Sektorkarte einschalten und dann sind's da. Oh, wir sehen da oben rechts sogar diese kleine Kette von Navigationssatelliten. Die sind vermutlich innerhalb dieses Nebels eingerichtet worden, dass da die Transportschiffe den richtigen Weg finden. Ansonsten weiß man natürlich in so einem Nebel schnell nicht mehr, wo man hin wollte. So, Andockvorgang. da sind wir. Und Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk schauen hergestellt. schnell nochmal aufs schwarze Brett, ob die da so einen Auftrag haben. Die brauchen. Nein.
Okay, in dieser Station handeln. Agnofleisch 106. Boah. Jetzt schauen wir mal auf unseren Credit-Stand. 30.000, 31.000 Credits. Und wir erinnern uns, wir haben mit 10.000 die Werft verlassen. Und die bieten immer noch 101 für Agnofleisch. Da könnte man, glaube ich, nochmal zu Ranch fliegen und dann nochmal Fleisch kaufen. Das wäre eine gute Idee. Und ja, vielleicht machen wir das. Vielleicht fliegen wir aber auch direkt zu einem Siliziumkraftwerk, zu einer Siliziummine und laden da mal Silizium ein. Damit kann man auch eine Menge Geld machen. Naja, mal sehen. Wir werden sehen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!